machen uns für unsere Arbeit stark. Zukunft für Kesselbau-Standort weiterhin ungewiss. Die Belegschaft des von der Schließung bedrohten Alstom-Werkes Neumarkt kämpft weiterhin für den Erhalt des Standortes. Unterstützung erhielt sie am 19. November von Betriebsräten aus anderen deutschen Standorten. Während einer Betriebsversammlung musste die Geschäftsführung den Mitarbeitern Rede und Antwort stehen. Wir werden sehen, ob man es als vorsichtiges Entgegenkommen von Herrn Wulff, das ist der Deutschlandchef von Alstom, titulieren kann, dass er gesagt hat, alles andere als eine Schließung des Standorts wäre ihm lieber. Aber es bleibt immer noch die Diskussion, ob der Standort dann verkauft werden soll. Denn die Ansage von Alstom war ja entweder, wir verkaufen den Standort bis Ende des Jahres oder wir machen ihn zu. Davon ist das Unternehmen bisher noch nicht abgerückt und im Endeffekt ist das für uns einfach nicht akzeptabel. Die Belegschaft wirft der Geschäftsleitung mangelndes Management vor. Die Auftragslage sei schlecht, aber es gebe dennoch genügend Arbeit im Alstom-Konzern. Auch ohne, dass man woanders Arbeitsplätze abbauen müsste, so Brotmann. Ein Verkauf des Standortes kommt für die Belegschaft nicht in Frage. Und da ist es eigentlich nur eine Frage der Logik, diesen verdienten Standort mit seinen Fachkräften zu erhalten und diese Aufträge auch hier zu platzieren, damit der Standort innerhalb vom Alstom-Konzern eine Zukunft hat. Die Geschäftsführung von Alstom Deutschland hatte Anfang November über die Presse verkündet, dass sie im Rahmen der deutschlandweiten Umstrukturierung den Standort Neumarkt schließen will. Rund 200 Arbeitsplätze wären davon betroffen. Meinen Ring an dem Finger, antwortete das Mädchen. Politiker erzählt Märchen. Mucksmäuschenstille herrschte am 15. November in der Plauener Kindertageseinrichtung Pfiffikus. Die Mädchen und Jungen bekamen vor ihrem Mittagsschlaf zwei Märchen vom Landtagsabgeordneten Frank Heidan vorgelesen. Er war einer von vielen, die sich am 10. bundesweiten Vorlesetag beteiligten. Fing wieder an zu schnurren mit dem Rade und hatte bis zum Morgen alles Gold zu glänzendem Gold versponnen. Deutschlands größtes Vorlesefest wird von der Wochenzeitung Die Zeit, der Stiftung Lesen und der Deutschen Bahn initiiert und soll Begeisterung für das Lesen und Vorlesen wecken. Laut einer Studie wird in einem Drittel der Familien in Deutschland zu wenig oder nie vorgelesen. Den Kindern aus diesen Familien fehlen damit eine wichtige Grundlage für spätere Lesekompetenz und damit auch der Schlüssel zur Bildung. Mit den Märchen vom Rumpelstilzchen und von Rotkäppchen dürften die Mädchen und Jungen der Kita Pfiffikus wohl ihre tägliche Vorlesedosis bekommen haben und konnten somit wunderbar einschlafen. In Unterheinsdorf springen die Kaninchen. Die Kaninhopp-Gruppe des Kleintierzuchtvereins Weißenbrunn vorm Wald ließ bei einer Schauvorführung am 15. November in Unterheinsdorf die Kaninchen springen. Der Sport Kaninhopp entwickelte sich vor etwa 30 Jahren in Schweden und ist seit rund 10 Jahren auch in Deutschland bekannt. Es ist eigentlich die Idee dahinter, die Kaninchen zu beschäftigen. Dass sie mit so nicht jeden Tag nur im Stall sitzen. Die Leute oder die Jugendlichen, die das machen, sind meistens welche, die nur ein oder zwei Kaninchen zu Hause haben, teilweise in der Wohnung. Man merkt es auch in der Wohnung schon, manche bewegen sich mehr oder weniger in der Wohnung frei herum. Und bei denen ist es einfach am einfachsten, denen das beizubringen. Auch wenn nicht jedes Kaninchen zum Hindernisspringen geeignet ist, steht der Spaß der Tiere im Vordergrund. Deshalb ist bei den Meisterschaften, die auch auf europäischer Ebene ausgetragen werden, Doping tabu. Die Schauvorführung der Oberfranken fand im Rahmen der Kreisgeflügel- und der Kreiskaninchenschau des Unterheinsdorfer Kleintierzüchtervereins statt. Vom Freitag bis Sonntag konnten die Besucher rund 800 Tiere bestaunen. Erster vogtländischer Kreisjungschützenpokal vergeben. Der Sportschützenkreis Vogtland führte am 16. November die dritte und letzte Runde des Pokalwettkampfes der vogtländischen Nachwuchsschützen auf der Anlage des Schützenvereins Treffer e.V. in Plauen durch. Seit Anfang des Jahres konnten die Jungschützen in den Disziplinen Luftgewehr und Luftpistole ihr Können unter Beweis stellen. Die Leitung des Wettkampfes lag in den Händen des Kreisjugendleiters Sportschützen Vogtland, Björn Fleschenträger.
Im Januar zum Kreisjungschützentag trafen sich erstmals die Jugendleiter der verschiedenen vogtländischen Sportschützenvereine. Dabei wurde festgestellt, dass nach den Kreis- und Bezirksmeisterschaften, welche spätestens im April zu Ende sind, die Jugendlichen in ein sportliches Vakuum fallen. Um den Trainingsreiz weiter aufrechtzuerhalten, haben wir nun diesen Rundenwettkampf erstmal ins Leben gerufen, sodass auch die Sportschützen im Nachwuchsbereich das gesamte Jahr über trainieren und sich im sportlichen Wettbewerb beweisen können. Die Sieger erhielten ihre Auszeichnung unter anderem von der vogtländischen Bundestagsabgeordneten Yvonne Marquas, die auch die Schirmherrin der weiteren Pokalkämpfe sein wird. Reisebilder einmal anders. Am 15. November wurde die Ausstellung Reisebilder einmal anders, Ölgemälde von Ingo Körner, eröffnet. Bereits vor der Vernissage fanden sich zahlreiche Gäste in der Galerie im Königlichen Kurhaus Bad Elster ein und sprachen mit dem Künstler. Die Ausstellung bebildert einen Querschnitt der Reisen von Ingo Körner. Der Betrachter reist dabei an Orte fernab der bekannten Buskartenmotive quer durch Europa und Asien. Viele Besucher werden vielleicht die gleichen Orte besucht haben, die Sichtweise ist aber oft eine völlig andere. Die Ausstellung kann bis zum 24. Januar 2014, Montag bis Freitag, von 9 bis 17 Uhr besichtigt werden. Malen fördert Selbstheilung. Unter diesem Motto ist seit dem 15. November eine Ausstellung im Auerbacher Vitalhaus Bochnerk zu sehen. Gezeigt werden unter anderem Bilder und Fotografien von Menschen, die von Krankheiten getroffen wurden und diese mit Hilfe von Malerei verarbeitet haben. Peter Steiniger zum Beispiel erlitt vor 3 Jahren einen Herzinfarkt. Gemalt hat er schon immer gern, hatte aber aufgrund von Arbeit und Familie nie Zeit dazu. Jetzt ist das anders. Wenn ich male, bin ich in einer friedlichen Welt. Alles ist einfach und gut, meint der 60-Jährige. Seine Werke und die der anderen Hobbykünstler sind noch bis 29. November in den Räumen des Vitalhaus Bochniak in der Auerbacher Goldsteinstraße 78 zu bewundern.